Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem 7. Im letzten Part haben wir das Schloss Kai Lin vor Lahus Einheiten gerettet. Und jetzt lesen wir erstmal wieder. Nach dem Gespräch mit Layla, einer Spionin aus Ossetia, erkennt Illuwort, dass er zu der Insel Valor reisen muss. Besser bekannt ist sie jedoch unter dem Namen Insel des Grauens. Naja. Auf der kleinen Insel südlich von Lysia soll sich angeblich das Drachentor befinden. Mit der Küste südlich von Kai Lin als Ziel vor Augen suchen sie nun im Hafen von Bardon nach einer Möglichkeit zur Überfahrt. Kapitel 16x, der Hafen von Bardon. Mit einer freudigen Musik. Welche Überraschung. Hört mich an, wir brauchen ein Boot, das uns nach Valor bringt. Ihr wollt ein Boot zur Insel des Grauens? Ihr seid verrückt. Auf keinen Fall, niemals. In diesem Dorf lebt niemand, der euch dorthin bringen wird. Bitte, wir sind sehr in Eile. Könnt ihr uns die Passage gewähren? Oder könnt ihr uns jemanden empfehlen, der bereit wäre, dies für uns zu tun? Bitte. Ich habe wahrlich dringliche Angelegenheiten. Zu viel steht fest. Eine Möglichkeit mag es vielleicht geben. Wie lautet sie? Ihr müsst es uns sagen, bitte. Piraten. Wie, Piraten? Genau, sie sind furchtlos oder zumindest so nah dran, daran, dass der Unterschied nicht zählt. Für einen guten Preis würden sie euch bis ans Ende der Welt bringen. Wer weiß, vielleicht entscheiden sie sich dafür, euer verrücktes Angebot anzunehmen. Piraten. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Seid ihr euch sicher, Hector? Mit Piratenarbeit? Das ist unglaublich. Du ziehst es sicher schon in Betracht, nicht wahr, Elliot? Wenn es keinen anderen Weg gibt, was bleibt uns dann übrig? Ihr auch, Elliot? Dann habe ich euch falsch eingeschätzt. Es ist eine Narretei, auf den guten Willen von Piraten zu vertrauen. Ich werde einen anderen Weg finden. Warum ist sie so zornig? Ich hörte, dass Lindys Eltern von Banditen erschlagen wurden. Banditen zu Land, Piraten zu See. Für Lindys besteht kein Unterschied. Gesetzesbrecher und Mörder. Ich verstehe, meine Eltern starben an einer Krankheit, aber ich respektiere ihre Gefühle. Dann wird sie den Plan mit den Piraten also gänzlich ablehnen. Aber ein Jammer wegen des Mädchens, aber einen anderen Weg gibt es nicht. Suchen wir nach den Piraten. Wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Das ist wahr. Der Gasthof dort drüben ist ein beliebter Treffpunkt. Der örtliche Freibeuter. Sie sind waghalsig und uns berechenbar. Wir müssen auf alles gefasst sein. Wieso wir? Was habt ihr hier verloren, Welpen? Ihr seid hier, um mit mir zu sprechen, nicht wahr? Ihr seid der Kommandant der Piratenarmada, oder? Kommandant der Piratenarmada, das gefällt mir. Seid ihr Jungen wirklich so naiv oder seid ihr einfach nur dumm? Was trifft eher auf euch zu? Du Unverschämter, bleib ruhig, Hector. Wenn ich euch beleidigt haben sollte, bitte ich um Vergebung. Wie wünscht ihr, dass ich euch anspreche? Du lässt dich nicht so einfach abschrecken, was? Nun, zumindest scheinst du mir nicht dumm zu sein, Welpe. Captain wird genügen. Ich bin Fagus, Kapitän der Davros. Fagus? Meister Fagus? Oder soll ich dich Captain nennen? Du gehörst nicht zu meiner Mannschaft, nenn mich Fagus. Also, was willst du? Wir suchen nach einer Möglichkeit zur Überfahrt nach Valor. Wie viel bist du bereit zu zahlen? Wir kennen die üblichen Preise nicht. Sagt uns, wie viel ihr verlangt. 100.000 Gold. Was? 100.000 Gold? Und? Wirst du zahlen? Uns bleibt keine Wahl, aber wir brauchen noch etwas Zeit. Wir besorgen das Gold und kehren so schnell wie möglich wieder zurück. Komm, Hector. Warte doch mal, Elliot. Elliot, warte. Wo willst du denn 100.000 Gold auftreiben? Ich bin mir sicher, dass sich hier in der Nähe eine Arena befindet. Irgendwie kommen wir schon an Geld, das Gold. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, oder irre ich mich? Nun, nein.
Manchmal überraschst du mich, Eliwood. Hast du was gesagt, Hector? Nein, gar nichts. Gehen wir und verdienen wir das Gold. Aha, nicht so schnell, Jungs. Was denn? Wir haben das Gold noch nicht. Na, natürlich nicht, das weiß ich doch. Der Captain hat eine Nachricht für euch. Eine Nachricht? Alle meine Kameraden hier im Dorf haben vor, euch anzugreifen. Wenn ihr uns alle besiegen könnt und das Schiff unversehrt erreicht, gewährt er euch die Überfahrt. Umsonst? Kein Gold? Der Captain ist ein wenig kauzig. Er zieht es vor, seinen Spaß mit euch zu haben, als euer Gold zu kriegen. Wünsche ruhigen Seegang. Tja, das ist doch mal ein geiler Captain. Hey, Landratten, hier drüben, hier bin ich. Oh, das ist doch ein Witz, oder? Sieht aber nicht witzig aus. Los geht's. Hört zu, der Captain wartet bei den Docks. Sprecht mit ihm und ihr habt gewonnen. Aber glaubt mir, begeht nicht den Fehler und greift ihn an. Wenn ihr den Captain verärgert, gibt es kein Zurück mehr. Vergesst das nicht. Mann, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Mission zu verkacken. Ich konnte kein Schiff finden, aber wir müssen zu dieser Insel. Scheint so, als müsste ich die Anwesenheit von Piraten ertragen. Hm? Was war das? Ein Aufruhr im Dorf? Oh, Lin, guter Zeitpunkt. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr kämpft gegen die Piraten? Wir kämpfen und... Also, wir müssen die Docks erreichen und mit dem Captain sprechen. Dies ist ein Test, der darüber entscheidet, ob er uns die Überfahrt gewährt oder nicht. Zasche stehe ich kein Wort, aber ich bin hier, also lasst mich helfen. Das ist doch mal super. So, jetzt müssen wir uns ganz gut vorbereiten, da diese Piraten nicht gerade schwach sind. Und... Ja, das kann ich euch jetzt schon in der Hinsicht sagen. So, das Silberschwert brauche ich. Ja. Ach ja, den Öffner, den brauche ich auch nicht. Wir verstauen einfach alles, was wir da hinten haben. Okay, wen nehmen wir alles mit? Matteo ist nicht gut. Oswin auch nicht. Ich brauche nur einen Heiler. So, drei Einheiten habe ich jetzt zur Auswahl. Ah ja, stimmt. Lin brauche ich unbedingt. Dann habe ich jetzt noch zwei. Sane nehme ich mit. Und... Kent nehme ich mit. Oder nehme ich Wipe mit? Ne, ich nehme Kent. Wieso ich das mache, ja, das werde ich euch noch später sagen. Erstmal müssen wir diese Mission schaffen. Und die ist nicht gerade einfach. So, was haben wir denn hier? Wir müssen Markus nach hier bringen. Was für Mondkälber. Hätten sie sich nicht gerührt, hätte ich sie einfach hier sitzen gelassen. Auf sie, Männer, zum Angriff. Ja, wenn man die Einheiten nach oben schicken würde, hier runter und bis hierhin kommen würde, dann würden diese Einheiten gar nicht erst zu uns kommen und wir hätten das Spiel gewonnen. Ich mache es immer komplizierter, weil ich was anderes will. Dieser Weg führt ins Verderben, die Piraten warten hier auf euch. Denkt ihr nicht, es wäre besser, eine andere Route zu gewählen? Ihr habt viel riskiert, um hierher zu gelangen. Ich kann euch nicht mehr mit leeren Händen ziehen lassen. Bitte nehmt diese Axt. Was denkt ihr? Hübsch, nicht wahr? Allerdings liegt ein Fluch auf ihr. Fürwahr, eine mächtige Waffe. Doch schwingt sie jemand, der vom Pech verfolgt ist? Oh, schrecklich, schrecklich, kann ich euch sagen. Setzt sie nur ein, wenn euch keine andere Wahl bleibt. Die Teufelsaxt. Und die ist wirklich so schlimm. Ugh. So, verzeiht bitte, ich habe gerade eben mit einem alten Seebären gesprochen. Er sagte mir, ihr hättet vor, nach Valor zu reisen. Ist das wirklich wahr? Tatsächlich. Und deshalb müsst ihr mit diesem Piratenfang spielen? Ich verstehe. Wäre es euch in diesem Fall genehm, wenn ich euch unterstütze? Mein Name ist
Kanas oder Senes oder weiß ich wie. Das mag ich an Fire Emblem nicht. Die Namen sind komisch. Ich nenne ihn jetzt Kennes, einfach. Ich bin sozusagen ein Gelehrter. Auch ich suche nach einer Passage nach Valor. Doch ist niemand dazu bereit, mich dorthin zu bringen. Mein Vorschlag mag euch vielleicht etwas selbstsüchtig erscheinen, nicht wahr? Aber ihr solltet wissen, dass ich im Kampf sehr hilfreich sein kann. Ich bin sehr gut im Umgang mit einer Form der alten Magie. Manche nennen sie dunkle Magie, ein eher verzerrter Begriff. Wenn ihr mir die Unverblümtheit verzeiht, aber zumindest kann ich mich ganz gut um mich selbst kümmern, das ist super, ebenso wie um andere auch. Yay, wir haben unseren Schaman, yay. Der kommt hier hin. So. Hier müssen wir nur was, so eine Zwischengespräche, dass die Frau ist nämlich eine Freundin eines Piraten, der Piratenbande da. Und ja gut, das Gespräch bräuchten wir jetzt nicht unbedingt lesen, weil es nicht so wichtig war. Also, nichts verpasst. So. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Piraten loswerden. Wir müssen alle sterben. Jo. Ist alles geplant, deswegen. Waffenlevel erhöht. Supi. Das ist super, das war ein Volltreffer. Oh, cool. So, zur Info, die haben sehr starke Waffen. Wollte ich nur gesagt haben. Die meisten Waffen sind jetzt nicht Eisenaxt, sondern hier. Meisterbogen, Elfenlicht. Gut, du hast jetzt auch noch eine Eisenaxt, den Silberaxt. Das haben die meisten. Silberaxt und so. Okay, Wurfball jetzt nicht so, das ist eher unwichtig, so. Der ist kaputt. So. Ganz einfach die Einheiten des Gegners killen. Das macht sehr viel Spaß. So viel Spaß, wie ich noch nie hatte. So, den bereiten wir dorthin aus einem bestimmten Grund. Den ihr gleich sehen werdet, sobald ich meinen Zug beende. Genau, da sind sie. Was für eine willkommene Abwechslung. Vielleicht sollten wir auch mitmachen. Lord Elward von Ferrar. Noch habt ihr nicht gelernt, die Blackfang zu fürchten. Seid bekümmert, denn ich werde euch diese Furcht lehren. Genau, wir haben einen Gegner. Gleich wirst du sterben. Schrei, wenn dir danach ist. Ah ja, jetzt habe ich was vergessen. Das ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Ich hätte mich aufladen sollen. Gut, wenn er tot ist, dann ist das ein epischer Fail. Und das würde bedeuten, dass ich den Part beenden möchte. Ich hoffe mal, dass das nicht passieren wird. Naja, zum einen sind wir auch im Wald, ne? Ja gut, ich hatte es eilig. Ich hatte es eilig, Leute. Versteht mich ein bisschen. Ja. Heil den Pisser. So. Ne, das riskiere ich nicht. Das riskiere ich schon eher. So. Ja, 100%, was sollen wir nur sagen, Leute? Tschüss. Gar, hör, lass deinen Siegesruf erschallen. Du hast gewonnen. Das ist doch mal nett.
Ein netter Typ, der uns die Lichter ausblitzen wollte. Ausknipsen wollte. Entschuldigung, meine Wortwahl ist heute für den Arsch. Das passiert. So. Ah ja, gut. Sammeln wir uns die ganzen Sachen mal ein. Ja gut, ich drück das immer so weg. Das ist so ein Tick bei mir. Ich lese es jetzt aber vor. Eure Seele ist voll des Mutes, dass ihr an einem solchen gefährlichen Ort kommt. Hier, ihr sollt diesen Stab haben. Mit seiner Hilfe könnt ihr jene, deren magische Resistenz geringer ist, als eure eigene für eine Weile in tiefen Schlaf versetzen. Ob es funktioniert oder nicht, hängt von der Fertigkeit des Anwenders ab. Mir scheint, diese Piraten machen euch das Leben nicht leicht. Vielleicht hilft euch dieser Stab, die Sache zu überstehen. Naja gut, wir haben die ganzen Typen schon alle gekillt, ne? Also ist das eigentlich nicht mehr lohnenswert. Ja, wir haben die Mission eigentlich schon abgeschlossen. Wir brauchen nichts mehr Wirkliches zu machen. So Leute, ich denke mal, wir machen gerade einen Schnitt. Und wenn wir in... Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann sind meine Einheiten alle bei der Arena gewesen. Da habe ich sie bis zum Maximum gelevelt. Und dann sehen wir uns erst wieder. Das Unterfangen dauert extrem lange und ich glaube, wenn ich das in Parts umfassen würde, wäre für euch langweilig. Ich hätte kaum was zu sagen. Ja, es würde ultra viel Zeit dauern. Mindestens eine Stunde dauert das. Und wenn ich das 15 Minuten mache, sind das schon 4 Parts. Und ich glaube, ihr habt keinen Bock drauf. Ich habe da sowieso keinen Bock drauf, ne? Und daher würden wir uns dann erst im nächsten Part sehen, wenn ich das alles offscreen gemacht habe. So, bis dann. Tschüss.